Notruf in der Ruhrpottwache. Eine junge Angestellte meldet einen Überfall auf ihre Freundin. Der Einsatz führt die Polizeikommissare Katja Wolf und Michael Smolik zu einer Körperverletzung, die Teil einer großen Intrige ist. Zunächst geraten die Beamten jedoch in eine Verfolgung. Aufsetzen, runter, runter, runter. Rucksack ab, Rucksack ab. Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken. Was ist passiert? Ich war das nicht. Der hat dann Rollerfahrer niedergeschlagen, ist mit dem geflüchtet. Ich habe ihn jetzt erstmal hier festgenommen. Nehmt den einfach erstmal mit. Ja. Wobei, warte mal ganz kurz. Okay, ein RTW ist schon unterwegs, braucht ihr also noch einen zweiten RTW. Und die Wertgegenstände, die haben Sie auch nicht entwendet, die hier drin sind? Ja, doch, aber. Ja, doch. Alles klar, ist unterwegs. Okay, drin liegt noch eine Verletzte vor. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein. Den Rucksack nehme ich mit. Die sahen halt wertvoll aus. Und ja, toll. Ja. Ihn setzt jetzt erstmal rein. Die überwältigte Motorradfahrerin soll bei den Verstärkungspolizisten auf die Sanitäter warten. Bis zu deren Eintreffen kümmern sich die Beamten um die überfallene junge Frau. Ist das eine Freundin von Ihnen? Ja, wie hallo. Wie heißt die Dame? Hallo. Wie heißt die Dame? Das ist die Lisa. Lisa. Sie mich hören? Hallo. Lisa? Können Sie uns hören? Die Polizei ist da. Hören Sie uns? Ja? Der Rettungswagen ist auf dem Weg, okay? Ist Ihnen denn irgendwas passiert? Ist alles gut. Und Sie haben Ihre Freundin hier genau, so vorgefunden? Ja, ich kam rein und sie lag hier. Ja, und hier, der Thomas, der war in der Küche. Und wer war das, dieser Thomas? Der Rettungswagen kommt, ja? Hören das sie war so ein Student aus Bayern. Ich hab den, der war knapp bei Kassel. Ich habe den hier übernachten lassen auf der Couch. Couchsurf, oder was? Ja, genau. Und okay. Wir haben uns zum Frühstücken verabredet. Ich wollte Brötchen holen. Ich komme jetzt wieder vom Brötchen holen. Und ne, ich sehe Lisa auf dem Boden. Ja. Er ist in der Küche, durchwühlt die Schränke. Ich habe sofort die Tür zugemacht und sie angerufen. Aber der hat die ganze Tür kaputt getreten und ist abgehauen. Und er hat die Sachen dann entwendet. Die Sachen sind in dem Rucksack. Ja, der hat alles Mögliche eingepackt. Die Ermittler vermuten, dass der Couchsurfer die Freundin der Mieterin niedergeschlagen und die Wohnung anschließend auf Wertgegenstände abgesucht hat. Ein Schmuckstück wird die Polizisten allerdings noch zu einem weiteren Tatverdächtigen führen. Die Uhr ist ja eher eine Herrenuhr, oder? Das ist nicht meine. Aber wissen Sie denn, wo die her ist? Ist die aus Ihrer Wohnung? Mir irgendwie bekannt vor, wenn ich mal gucken darf. Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ah, die ist von meinem Chef, Jean-Michel. Das sind ja seine Initialen. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Das ist die Uhr von, aber die Uhr von meinem Chef. War Ihr Chef hier? Niemals. Der war nie in der Wohnung. Das. Warum ist die Uhr vom Chef da drin? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Also das ist die ganz bestimmt, das sind seine Initialien. Der RTW kommt, hören Sie? Der wird sich jetzt um Sie kümmern, ja? Die Versorgung von Verletzten hat für die Polizisten immer Vorrang. Fraglich ist jetzt, ob der Vorgesetzte der Mieterin etwas mit der Tat zu tun hat. Ich finde das erstens echt komisch mit der Uhr. Dass ja, von Ihrem Chef. Der Chef war nicht hier. Ja. Und dann vor allem. Erkennt sie ja auch nicht? Mit dem Blut hier, dass da irgendwo überall Blut ist. Hier. Kann sein, aber dass hier es am von Tisch Ihnen aber auch, ne? Das hast du ja gerade schon gesehen. Ja, hier. Also wir konfrontieren ihn erstmal. Runtergehen, genau. Lass uns ihn nochmal darauf anhauen, bevor die weg sind. Was sehr kurios an der ganzen Geschichte war, ist, dass wir in der Wohnung neben dem ganzen Chaos und aufgerissenen Schränken auch noch Blutspuren feststellen konnten. Das Komische dabei war, das Opfer, die Geschädigte, hatte keinerlei Blutspuren an sich, keine Wunden. Bei dem Täter habe ich auch nichts feststellen können. Sehr, sehr komische Sache. Okay. Sie sagt irgendwas von einer schwarzen Maske. Von einer schwarzen Maske? Ja. Wie meinen Sie das mit schwarzer Maske? Schwarze Maske? Ja. Haben Sie denn irgendwas sehen können? Sie haben den doch in der Küche gesehen. Ja, Typen, der hatte oder? Keine Maske auf. Sicher? Ja, der hatte keine auf. Dann würde ich vorschlagen, wir hauen ihn noch mal auf die Uhr an und dann gehen wir noch mal hochgucken. Ne? Ja, Sie sind ja noch im Moment hier, ne? Ja, ich würde auch gerne mitfahren gleich. Okay. Ist in Ordnung, wir kommen sofort wieder zu Ihnen. Der Eigentümer der Uhr könnte den Couchsurfer zu der Straftat angestiftet haben. Eine Konfrontation des Übernachtungsgastes soll Klarheit schaffen. Zum einen, warum haben Sie die Frau jetzt niedergeschlagen? Ich habe die Frau nicht niedergeschlagen, das habe ich Ihnen vorhin schon erzählt. Ich war duschen und dann bin ich aus der Dusche rausgekommen und da lag die Frau da. Und Sie bleiben bei Ihrer Version? Ja. Wenn Sie da übernachten und dann auf einmal die Frau niedergeschlagen wird, sieht ganz anders aus. Ich habe damit nichts zu tun, das müssen Sie mir glauben. Ganz schlecht für Sie aus. Okay, dann bleiben Sie bei der Version. Ich habe noch eine andere Frage. Wo kommt denn die Uhr her?
Wo kommt die her? Ja, die lag neben der am Boden liegenden Frau und dann dachte ich... Sind Sie sicher, dass die in der Wohnung war und Sie haben sie von der Wohnung dann mitgehen lassen? Ja. Ja? Ja. Okay. Habt ihr irgendwie eine Maske bei ihm gefunden? Nein, wir haben gar nichts gefunden. Hast du eine Maske aufgehabt? Nein, habe ich nicht. Sicher? Sicher. Die Beamten können nicht ausschließen, dass die Körperverletzung an der Freundin von einer zweiten Person verübt wurde. Die Inspektion des Tatorts soll Hinweise auf den Gewalttäter geben. Siehst du irgendeine Maske? Nee. Mein Kollege und ich müssen jetzt hier noch auf die Spurensicherung warten. Und was für uns jetzt einfach noch so ein bisschen als Fragezeichen im Raum steht, ist zum einen, was ist mit der Uhr? Wie kommt die Uhr von dem Arbeitgeber, von dem Chef hier in die Wohnung? Wir werden natürlich dem Ganzen nachgehen. Wir haben jetzt auch erstmal versucht, telefonisch den Chef zu erreichen. Wir haben ihn gebeten, einmal zur Wache zu kommen, dass wir da mit ihm Rücksprache halten können, weil für uns natürlich auch solche Zusammenhänge immer wichtig sein können in den Ermittlungen. Und deswegen werden wir da auch nochmal die Kollegen von der Kripo mit zu Rate ziehen. Wir warten auf die Spurensicherung. Und dann fahren wir zur Wache. Ja. Noch ist unklar, ob der Vorgesetzte der Melderin etwas mit der Körperverletzung zu tun hat und ob er ein Motiv für die Straftat hätte. Vor der Vernehmung des Chefs befragen Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert den verdächtigen Couchsurfer und kommen zu einem klaren Ergebnis. Dass sie die Sachen geklaut haben, das ist ja wohl eindeutig, oder? Das geben sie auch zu, ne? Gebe ich zu, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Sachen geklaut. Die Uhr lag neben dieser Frau, die schon bewusstlos am Boden war. Und dann dachte ich halt, ja, geldmäßig schaut es bei mir momentan nicht so gut aus und vielleicht könnte ich da ein paar Euros mit verdienen. Es macht für uns halt auch ein bisschen Sinn, was er da sagt, weil wir hier zumal Blutspuren haben, also frische Blutspuren in der Wohnung gefunden haben. Und wir haben an ihm keine Verletzung, wir haben an ihr keine Verletzung, woraus diese Blutspuren stammen konnten. Deswegen muss ich noch mindestens eine weitere Person in der Wohnung gefunden haben. Ja, das muss man auch mal schaffen. Da muss man schon ein bisschen abgebufft für sein, ne? Oder? Ja, ich habe halt gedacht, ich kann diese Gelegenheit ausnutzen. Aber in Wirklichkeit, ich bin kein schlechter Mensch. Wirklich nicht. Jetzt müssen wir aber nur wissen, inwiefern stecken Sie da mit drin? Ist es ein Mittäter? Stecken Sie da zusammen unter einer Decke oder nicht? Ich kenne diesen Mann nicht. Die Kriminalisten halten den Gelegenheitsdieb für glaubwürdig. Dennoch bleibt er vorerst in Polizeigewahrsam. Ihr neuer Ermittlungsansatz macht klar, der verdächtige Chef der Mieterin verfolgte ein bestimmtes Ziel. Interessant ist es, wie kommt denn diese Uhr zu Ihnen in die Wohnung? Weil Sie ja den Kollegen gesagt haben... Mein Chef war noch nie in meiner Wohnung, aber ich weiß nicht, vielleicht interessiert Sie das. Ich wollte Ihnen das mal wenigstens zeigen. Ja. Ich habe das hier an meinem Auto gefunden, am Scheibenwischer. Und ich vermute mal, dieser Brief ist von meinem Chef. Was will denn der Chef von Ihnen? Soll ich mal vorlesen? Ja. Ich bin sehr traurig über deine Kündigung und hoffe, dass du doch noch zurückkommst. Dass du sie zurücknimmst. Nach der Trennung habe ich sehr starke Gefühle für dich entwickelt und muss gestehen, dass ich den ganzen Tag an dich denken muss. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du bei mir bleibst. Bei mir bleibst? Also in der Firma? Ja, oder genau. Warten Sie eine Liaison? Er wollte. Er hat mir auch Nachrichten geschickt, die über das Arbeitsverhältnis hinausgehen, falls Sie schauen wollen. Ich habe auch immer sehr sachlich und eben sachlich zurückgeschrieben. Ich wollte ja auch seine Gefühle nicht verletzen, aber... Hey, schöne Mini, ich denke an dich. Ich kann einfach nicht aufhören, an dich zu denken. Das war ja alles in einem Tag. Also, du bist so heiß. Ja, sowas möchte man eigentlich dann nicht hören, wenn man... Wenn man nicht vom Richtigen, nicht vom Falschen, sag ich mal, ne? Ja. Die Kripo-Beamten finden heraus, dass die Angestellte aufgrund der Nachrichten ihren Job gekündigt hatte. Da die Zeugin keine sachdienlichen Hinweise mehr liefern kann, soll ihr Ex-Chef befragt werden. Ich würde dann gern gehen. Ja, gern. Alles Dankeschön. Klar. Machen Sie es gut, ne? Vielen Dank, dass Sie Dankeschön. Da waren. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Hi, Miriam. Hi. Was machst du denn hier? Hallo, schönen guten Tag. Bora Aksu von der Polizei. Norbert Meinert. Sie sind Jean-Michel. Ja. Perfekt. Ja. Haben Sie gut. Begleitung mitgebracht? Oder? Das ist meine Frau. Ach so. Also noch Ehefrau, ja. Alles klar. Okay. Dann fährt sie wieder. Ah, okay. Ja. Dann kommen Sie auch gerne mit uns mit. Der Verdacht der Kommissare, der ehemalige Vorgesetzte, war verärgert, weil er keine Antwort auf seinen Liebesbrief erhalten hat. In seiner Wut ist er womöglich in die Wohnung seiner Angestellten eingedrungen und hat zugeschlagen. Doch anstelle seiner Angebeteten traf er versehentlich die Freundin.
Können Sie uns denn sagen, wo Sie heute gewesen sind? Ja, ich war den ganzen Tag in der Spedition. Den ganzen Tag? Ja. Ist da noch jemand, der das bezeugen kann? Jetzt, ja, es sind ja Mitarbeiter von mir da und Fahrer und so weiter. Die können das bestätigen. Seit heute Morgen, wann fangen Sie an? 7:30 Uhr? 7 Uhr geht's los, ne? Bis jetzt? Ja. Sie, haben Sie eine große Spedition? Doch, also wir haben insgesamt 20 LKWs. Oh, wow. Ja, aber worum geht's jetzt ganz konkret? Ich dachte, ich bin hier, um das, meine Uhr vielleicht zu identifizieren. Ja. Die hätte ich auch ganz gerne mal wieder. Deswegen sind Sie hier. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert setzt den Firmeninhaber über den Überfall und das Auffinden seiner Uhr am Tatort in Kenntnis. Die Reaktion des Vorgesetzten wirkt auf die Kripo-Beamten aufrichtig. Das ist unglaublich. Können Sie uns das erstmal bestätigen, dass Sie nie bei ihr in der Wohnung waren? Ich war noch nie bei ihr. Also ich, genau. Ehrlich, ich wäre gerne mal bei ihr gewesen, ganz kommt ehrlich. Weil ich habe mich jetzt verguckt, Uhr aber ich war noch nicht in ihrer Wohnung. Wie kommt dann zufällig diese Uhr? Ich meine, wenn die Uhr schon ein bisschen länger dort liegen würde, dann hätte sie vielleicht halt auch eine Erklärung dafür. Aber wie kommt diese Uhr ausgerechnet an dem Tag, wo das alles passiert, in diese Wohnung? Ich bin sprachlos, muss ich Ihnen gestehen. Der Unternehmer gibt an, seine Uhr schon seit Tagen zu vermissen. Die Ermittler wollen das Alibi des Ex-Chefs noch überprüfen. Michael Smoliks Recherchen ergeben aber schon jetzt eine ganz neue Spur. Dann haben wir so eine Glaskanne, O-Saft-Kanne gefunden. Mhm. Und da folgendes, waren Blutanhaftungen und Haut dran. Das heißt, irgendwie muss einer eins übergezogen bekommen haben. Ist das das gleiche Blut wie hier? Ja. Und so wie und ich das kenne, hast du sicherlich in allen Krankenhäusern angerufen. Richtig. Hast du? Die richtige Denkweise, okay. Genau. Ich habe in jedem Krankenhaus in der Umgebung angerufen, habe halt abgecheckt, hey, hat sich da jemand behandeln lassen. Tatsächlich eine auffällige Person war dort. Ja super, dann haben die einen Namen. Ja, nein. Das Problem ist, die haben den direkt notbehandelt. Okay. Und dann, als sie die Personalien erfragt haben, irgendwie wegen Versicherung oder so, ist er abgehauen. Ja, toll. Also sitzen wir wieder im Dunkeln hier, oder? Super. Nicht ganz. Ich habe nämlich natürlich weiter geforscht und wir haben eine Videoaufnahme. Der Polizeikommissar hat das Überwachungsvideo des Krankenhauses angefordert. Die Beamten entdecken in der Aufnahme etwas Bekanntes. Das ist der Eingang. Erstmal, das ist der Eingang da vorne, ne? Hier, genau. Das, da kommt's. So. Fahrzeug, erstmal nichts Verdächtiges, aber jetzt kommt's gleich. Sag mal. Moment. Da. Kopfverletzung, schaut sich um, steigt ein. Auf Beifahrerseite, ist ja wie abgeholt. Wie abgeholt. Also jedenfalls kenne ich die Karre, die ist doch gerade vor dem Haus gefahren. So viel gibt's doch davon gar nicht. Ja, genau. Ja. Fährt bestimmt ein Bleifuß, oder? Oder wie hat er sie genannt? Richtig. Gasfuß, Bleifuß. Kennzeichen haben wir? Das Kennzeichen ist drauf. Für die Ermittler deutet alles darauf hin, dass die Noch-Ehefrau des Spediteurs etwas mit der Körperverletzung zu tun hat. Eine Befragung des Ex-Chefs soll die Identität ihres verletzten Beifahrers klären. Moment mal, was ist denn das für, was ist das denn jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Er hat aus dem Video natürlich sofort das Fahrzeug seiner Ehefrau erkannt, seiner Noch-Ehefrau. Und er hat sogar auch die männliche Person auf dem Video wiedererkannt. Also, wenn ich den richtig in Erinnerung habe, dann ist das dieser Detlef Reitz. Detlef Reitz? Ja, der hat mal bei mir gearbeitet vor ein paar Jahren. Ich habe dem mal einen Gefallen getan, total unzuverlässiger Typ. Wir haben Grund zur Annahme, dass er heute in der Wohnung gewesen ist und das Mädel da niedergeschlagen hat. Aber der hat ja offensichtlich auch einen Kopfverband. Oder ja, deswegen haben wir Grund zur Annahme, dass er das gewesen sein muss. Weil diejenige, die da am Boden lag, hat sich wahrscheinlich noch gewehrt. Das ist unsere Annahme, weil Blutspuren kommen nicht von den beiden, die da in der Wohnung waren, sondern von einer weiteren Person und vermutlich ihm. In der polizeilichen Datenbank ermittelt Bora Aksu, dass der Tatverdächtige bereits wegen gefährlicher Körperverletzungen vorbestraft ist. Die Kommissare rufen den Mann sofort zur Fahndung aus. Aber Ihre Frau ist. Meine Frau ist definitiv im Unternehmen. Sollten wir dann erstmal mit der Frau sprechen? Die Frau, was mit ihm zu tun hat, das ist irgendwie komisch. Okay. Muss uns dann nehmen wir sie mit. Okay. Wir nehmen sie mit. Wir nehmen noch ein paar Kollegen mit. Dann kommen Sie mit uns, dann fahren wir los. Ja, sammeln wir noch ein paar Leute ein. Noch. Ja. Die Ermittler nehmen an, dass die Noch-Ehefrau des Firmeninhabers an der Tat beteiligt ist. Folglich scheint sie ebenso skrupellos zu sein wie der vorbestrafte mutmaßliche Täter, der zu ihr ins Auto stieg. Und das heißt für die Einsatzkräfte, die Unternehmergattin und ihr möglicher Komplize könnten es nach wie vor auf die Angestellte abgesehen haben. Sandra? Wer ist hier da hinten, bitte? Keiner da. Sandra? Hallo? Sandra? Normalerweise die Arbeitsplatz, das wundert mich jetzt. Sonst ist gar kein Mitarbeiter da?
Stromaggregat. Das Auto steht hier, aber wir schauen uns mal ein bisschen um. Was sind da? Stromaggregate? Stromaggregate sind da drin. Da kann keiner jetzt rein. Haben Sie noch andere Büroräumlichkeiten oder ist das nur hier und da drüben das Haupthaus? Ja, das ist das Hauptbüro. Ansonsten hier sind uns. Gibt's doch gar nicht. Da ist was. Leute, was? Kollegen, bleiben Sie bitte hier bei ihr. Hallo? Schneid sie jetzt erstmal ab. So, Gesicht raus. Umdrehen. Geht's? Oh, super. Danke. Oh, Mann. Mein Gott. Oh. Ja. Ja, kümmerst du ein bisschen um sich. Ich rufe mal eben einen Arzt. Was ist denn passiert? In diesem Fall wurde ich persönlich mit diesem Taser hier attackiert. So ein Taser kann erhebliche Verletzungen, wenn nicht sogar auch lebensbedrohliche Verletzungen herbeiführen. Man könnte einen Herzaussetzer durch so einen Schockschlag bekommen. Und dadurch habe ich den Schusswaffengebrauch angedroht und anschließend dann auch durchgeführt. Das können Sie auch mal ein bisschen weniger schreien? Sag mal, hallo? Kann hallo, nicht wahr hallo, sein, wir sind, alles? Hallo, wir sind doch nicht schwerhörig. Was ist hier passiert? Fahren Sie mal ein bisschen runter. Sie haben ihn beauftragt, irgendwas zu tun und das ist schiefgelaufen offensichtlich, ja? Ja? Ja, ein bisschen leiser, ein bisschen leiser. Kann schon sein, dass es schiefgelaufen ist. Was sollte der denn machen, der Herr? Ja, hey. Ja, was? Ha? Ich habe ihm doch extra Beat gegeben. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie kann man denn solche Wolken vertauschen, die sehen? Ja, durch die Maske habe ich nichts gesehen. Sie war total sauer auf ihren Handlanger, weil ja, sie gemerkt hat, dass er die Falsche erwischt hat in der Wohnung, dass es nicht eigentlich die Person getroffen hat, die es hätte treffen sollen. Und war total überrascht, als sie sie auf der Wache gesehen hat. Ist ihr natürlich hinterher und wollte dann ihre Tat, ihre Frust noch mal nachträglich an ihr Wohl rauslassen. Darf ich mal fragen, was die Uhr denn, wie die Uhr da hingekommen ist? Ja, ich hab's ihm gegeben! Sie haben ihm die Uhr gegeben, um die da hinzulegen, um den, Weil der zu doof ist, was hat... Und dann sollte der Verdacht auf den Mann gerichtet werden? Ich da hinten, bitte lassen Sie mich los. Die Polizisten ermitteln, dass die Täterin von der Schwärmerei ihres Mannes wusste. Sie dachte jedoch, dass die beiden eine Affäre haben und ihr Gatte deswegen die Scheidung eingereicht hatte. Mit Hilfe ihres alten Bekannten wollte sie deren vermeintliche Beziehung zerstören und sich rächen. Egon für 32. Können wir sie mitnehmen oder soll sie lieber mit bei Ihnen? Weil ich will sie ungern da mit ihm. Da möchten Sie wahrscheinlich auch nicht mit ihm zusammen. Dann kommen Sie doch bitte mit uns mit. Es sieht ganz danach aus, dass die Frau hier wirklich noch mal viel Glück gehabt hat. Denn es allem Anschein nach haben die Täter, waren die gerade im Begriff, sie praktisch mit diesen Elektroschockern hier zu bearbeiten. Und wir sind noch dazwischen gekommen. Du bleibst noch ein bisschen hier, bis die Verstärkung da ist von der Spurensicherung. Ja. Ja, super. Alles klar. Das Täterduo muss mit einer Haftstrafe rechnen. Die Angestellte ist mit einem Schrecken davon gekommen. Auch ihre Freundin erholt sich vollständig von der Tat. Der Couchsurfer wird wegen Diebstahls, unterlassener Hilfeleistung, Sachbeschädigung und Raubes angezeigt. Die von ihm überwältigte Motorradfahrerin hatte sich lediglich den Arm geprellt.